Ja, so. Ja, sagt er nix. Moin Moin. Sagt er doch was. Das sind wir. Guten Morgen. Oder Abend oder frohe Ostern. Gute Nacht. Frohe Ostern wünschen wir. Moin Moin Leka. Moin Ruff. Thompson. Moin Moin. Willkommen. Hey ho alle zusammen. Guten Abend. Frohe Ostern. So, heute bei mir. Der Deadman. Hey ho. Der Como. Servus. Und das Faultier. Guten Abend. So, was wollen wir heute machen? Also, Dinge. Wir wollen. Viele Dinge. Wir wollen umstrukturieren. Wir wollen hier umstrukturieren, umbauen. Das heißt, wir wollen die Base ein wenig verändern. Hier auf Valhalla. So. Ein wenig. Und dementsprechend, ja. Es wird einiges an Umbauarbeiten geben. Unser Wasserturm fliegt weg. Es kommen neue Sachen dafür dahin. Lass uns mal schauen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze so laufen wird. Ja, ich hoffe, doch gut und reibungslos. Ja, das denke ich auch. Im Cyrillia. Moin, moin. Dexos, moin. Hallo, Dexos. Ich habe schon mal das Bild ein bisschen von meiner Pappwand ein bisschen aktualisiert. Es ist ein bisschen klarer geworden, deutlicher. Okay. Ja, cool. Muss ich mir gleich mal anschauen. Ich schmeiß jetzt aber erstmal. Das schaue ich mir jetzt Beeren mal an. Pass mal auf. Cauldron. Wir haben jetzt, weil wir ja den Wasserturm gleich abreißen wollen. Das sieht schon mal cool aus. Da habe ich mal einen Cauldron umgesetzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn ich die Musik ein wenig laut habe. Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen dran rumschrauben. Okay, jetzt ist ganz leise. So, so ist besser. Ja, cool. Jetzt besser. Okay. Liegt das jetzt bloß an mir oder schaut das so komisch aus bei mir? Was schaut komisch? Also ich fand's in der vorherigen Version besser. Also ich weiß nicht, was du dafür... Moment, das ist bei mir sieht's gut aus. Guck dir das mal bei mir an hier. Du hast da wahrscheinlich was umoptimiert. Was nach hinten optimiert oder so. Ruff, ich weiß nicht, ob wir heute überhaupt mit unseren Umbauten fertig werden. Was brauchte man? Brauchte man irgendwas Besonderes für Farben? Man braucht Wasser, die Beeren und was zum... Ach, Holzkohle braucht das, man. Das, genau, du brauchst als Katalysator brauchst du die. Katalysator. Wenn ich mir aber dein Stream so angucke, dann ist das ja ganz komisch. Was ist ganz komisch? Ja. Das Akrobaten. Bei Fauli sieht das extrem viel genialer aus. Ja, bei mir sieht's viel, viel angenehmer aus. Ja, und wieso sieht das bei mir so komisch aus? Das sieht auch kacke aus. Bei mir schaut's komisch aus. Warte mal kurz. Ich will mal. Bei dir sieht es aus kacke aus, oder wie? Ja. Bei mir ja. Ich stell mal kurz meine Texturen auf High. Ich habe meine Texturen auf Epic. Du hast deine Texturen auf Epic, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bei mir sieht's gut aus. Okay. Ja. Bei uns sieht's scheiße aus. Hauptsache es sieht bei Fauli gut aus. Das ist genau. Sehr schön. Alles gut. Voll. Okay. Ich würde es auch gern schön sehen. Ich hab das jetzt mal heller gemacht, damit ihr mir das auch glaubt. Ruff, ob wir nachher noch ein wenig auf der Center Map spielen? Das hab weiß ich nicht. Gerade schon. Hast du schon beantwortet? Und genau, kann ich dir nicht sagen. Auf der Center Map war nicht weit weg ein Rex. Ja, okay, da kümmern wir uns dann bestimmt nächste Woche drum, wenn wir auf der Center Map sind. Ich weiß nicht, ob der noch ist. Und schauen wir uns dann mal an, ob wir den dann noch irgendwo wiederfinden. Ne? Dazu muss ich sagen, beziehungsweise da mische ich mich jetzt einfach ein. The Center ist immer noch als Test deklariert. Genau, noch ist es ein Test. Ich hatte aber ja gestern angekündigt, dass wir definitiv nichts dagegen haben, von dort auch einmal die Woche zu streamen. Aber nagelt uns jetzt bitte nicht drauf fest, dass wir jetzt permanent irgendwo Center oder... Also wir werden definitiv nicht so hoppen, wenn ihr als Zuschauer reinschaut, oh, ich möchte jetzt aber, dass ihr dahin geht, dann werden wir da nicht rübergehen. Wir haben unsere Pläne, die wir machen, und die ziehen wir auch durch. Ne? Das ist schon mal Fakt. So, Maxo, moin moin. Und hey, Niklas Servus, Bursche. Maxo. Moin moin. Servus, Niklas. Moin. So. Also, und heute ist unser Ziel, den Wasserturm wegpflücken,
und hier ein bisschen Strukturerleichterung fabrizieren. Weil ja. Wir haben viel zu viel Struktur auf eine Ecke gepackt, meines Erachtens. Und die Osterüberraschung, die wir versprochen hatten, die haben wir leider nicht so hinbekommen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber es gibt eine Osterüberraschung. Und genau. Zwar wird Komo euch darüber jetzt informieren. Richtig. Wer Lust hat, kann hier vorbeikommen und sich einen von drei Preisen aussuchen. Entweder ein Dydikus oder einen Biber oder ein Quetzalei. Befruchtet oder unbefruchtet? Befruchtet. Okay. Befruchtet. Befruchtet. Also, wer Bock hat, kommt hier zur Akrobatenbase. Ihr wisst ja, wo die ist. Und holt sich eines der drei Eier ab. Weil ist ja nun mal Ostern und dann sollte man natürlich solche Eier verteilen, ne? Das ist doch in Ordnung. Und wer zuerst da ist, und kann sich's natürlich aussuchen. Dydikus und Biber sind direkt die Tiere. Davon gibt's ja keine Eier. Das lange ausgesprochene Busche. Okay, Busche machen wir da. Niklas Busche. Sehr schön. Wer streamt? Ich streame. So, und wer ist ich? Ich, ja, das soll er aber wissen, wer streamt, oder? So, und du siehst, rechts drinne haben wir dann unsere Fauli-Cam heute. Hallo. Da ist unser Fauli. Wir wollen jetzt mal ein bisschen im Auge behalten, dass er sich nicht ständig in die Hängematte packt, die er noch nicht hat. Oh. Die aber übrigens in der Mache ist. Ja? Das heißt, wir tüfteln, oder beziehungsweise Komo tüftelt gerade dran, dass die Hängematte für Fauli bald fertig wird. Aber ich finde das gar nicht so gut, dass die fertig wird. Dann pennt er doch nur noch. Oder? Lass mich doch auch mal schlafen. Er macht ja schon so viel. Leka, ich komme unter dem Namen Boobyface zu euch. Ach, du kommst unter dem Namen Boobyface zu uns. Und dann willst du auch was haben, oder wie? Aber ihr kriegst nur ein Ei, ne? Nicht, dass du sagst, ja, ich hol jetzt einmal für Boobyface und einmal für Leka. Nee. Also, wer zuerst da ist? Ein Ei für jeden, der kommt. So. Okay. Wie war das jetzt an der Front hier? Also, die großen Tiere wollen wir definitiv jetzt nach hinten packen. Dass die nicht mehr hier vorne so rumoxidieren, oder? Dass wir hier auch ein wenig Erleichterung haben, was die Tiere angeht. Nur so. Weil die reißen auch immer ganz gewaltig in den FPS-Keller, wenn man hier anfliegt, finde ich. Nur so als Info, ich habe das Tor geöffnet, vorne bei der Brücke. Achso, das Tor ist auf, da können sie über die Brücke rüber, sehr schön. Dann können sie das über die ist Brücke in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, ich schaue mir das jetzt mal hier hinten an. Und werde dann hier schon mal langsam aber sicher. Also wir müssen auf jeden Fall schnetzeln, ne? Wir müssen ganz schön schnetzeln, auch wenn du dir die Brücke anguckst. Im Prinzip müsste man die komplett abreißen. Die Brücke meinst du abreißen? Wieso? Mhm. Die Brücke komplett abreißen? Ja, wie kommst du noch? Weil die viel zu viele Strukturen sind. Flieg doch einfach mal drüber, dann wirst du sehen. Ja, ich weiß, die braucht. Und auch die ganze Waterbase, die hat extrem viele. Viele Strukturen, richtig? Ja. Ja, wollen wir dann unserem alten Plan nachgehen und die Waterbase tatsächlich wieder in den Felsen zurücklegen? Ich kann es ziemlich beantworten. Also, ich finde es immer schade, wenn man so viel Arbeit wieder kaputt macht, aber es gehört irgendwie dazu. Na, natürlich gehört das dazu. Also, ich reiße jetzt unten im Hinten unser Freigehege schon ab. Weil das ja auch weg muss, definitiv jetzt. Ja, sind das alles Pickup-Strukturen? Nee, das sind noch Zerfallstrukturen. Das sind noch welche vom Anfang. Also die Brücke ist komplett in Dings gemacht, hier in Pickup, meine ich, ne? Die Brücke schon, meinst du? Ja, ich habe, glaube ich, zwei, drei Teile in nicht Pickup gesetzt. Ja, okay, gut, das doch, geht um ja. Um euch zu ärgern. Ja, aber was meint ihr? Was meint ihr drei denn jetzt? Sollen wir die Waterbase und die... Also die Waterbase vielleicht zurückverlegen. Wieder in den Fels rein. Und dann die Waterbase abreißen und dann gucken, wie es dann mit der Brücke aussieht. Richtig, weil die Brücke, die würde ich eigentlich schon lassen. Ja, die ist genial, finde ich. Die Brücke ist genial. Welche Eier kann man sich aussuchen?
Ja. Ja gut, beantworten. Nee, Komo, du bist, du hast... ja, hast ich muss gerade mein Arc hier... Also, wir haben gesagt... Hi, Linja. Moin, moin, Hallo. Linja. Hi, Linja. Hallo. Na gut, dann beantworte ich so. Dexus, also, entweder kannst du dir ein Quetzal-Ei holen, befruchtet, oder du nimmst dir einen Dydikorus mit, oder einen Biber. Genau, das gibt es heute. Zum Ostersonntag. Das ist doch klasse. Schaut doch mal. Aber jeder höchstens einmal. Genau. Ey, ja. Ich wusste gar nicht, dass das so groß ist, das Gehege hier. Komo, da hast du echt ein großes Gehege eingepfercht, ne? Ja, das war halt, weil da die Dikorus Steine sammeln sollten, aber wir haben da ja dann ein anderes, noch größeres Gehege gebaut. Ja, also für alle die dazugekommen sind jetzt, wir machen hier jetzt eine kleine Abrissaktion, weil wir mitbekommen haben, dass sobald man diese Insel... Einmal kurz, ja? Interstyles, das Ei können wir auch bei dir ausbrüten, bei uns ausbrüten. Kannst du das, dann kannst du den kleinen Ketzer dann aber mitnehmen. Sorry, was ist mit mir gerade los? Ich bekomme Schaden, ich stehe hier und bekomme Schaden. Also, musst du essen, was trinken? Essen, trinken. Ich hab alles, Essen und Trinken. Das Trinken geht jetzt runter wie Arsch gerade. Okay. Bist du gerade im Feuer irgendwo? Nee, ich stehe hier am Fabricator. Da ist es warm? Nee. Ach, da ist es so warm. Ja, also fliegende Insel waren wir schon drauf. Hat Linja ja gerade schon beantwortet. Biber-Eier gibt es nicht. Aber ein Biber kannst du dir mitnehmen. Genau. Was machst du hier? Machst du Sport? Ich mach gar nichts. Ich stehe hier. Ich stehe hier und bekomme Schaden. Ja, du boxst die ganze Zeit. Was ein Scheiß, ich box doch nicht. Jetzt wen boxe ich? Mehr. Du hast die Wand angeboxt. Und den Fabrikator. Fabrikator? Ich hab noch niemanden im Maus gedrückt gehabt. Und du hast auch mich angeboxt. Ey, du kannst schon mal schlagt euch untereinander. Entschuldigung. Ja, Dexus, komm vorbei. So, kriegst du jetzt noch Schaden? So. Nö. Für alle, Moment. Die jetzt dazugekommen sind. Und zwar werden wir heute ein wenig Umstrukturierung an unserer Base vornehmen. Und zwar werden wir einige Sachen abreißen, weil wir halt eben gemerkt haben, dass einfach zu viele Strukturen auf dieser kleinen Insel sind. Und wir halt eben permanent, permanent irgendwie meines Erachtens zu viele Lecks haben, was das Anfliegen angeht der Insel. Oder wir machen es ganz anders. Komo, was mir gerade so einfällt. Fauli und Deadman. Was haltet ihr denn davon, wenn wir uns einfach eine neue Stelle suchen? Wo wir eine neue Base bauen. Natürlich diese Sachen hier mitnehmen, damit wir genügend Material haben. Ist nur mal so eine Frage. Ketzals haben wir genug zum Transportieren. Also ich würde die Map, die Base hier so stehen lassen. Ja. Aber die Idee einer anderen Map ist definitiv nicht verkehrt. Einer anderen Base. Map. Ach. Meine Güte, ihr verwirrt mich. Wir verwirren dich. Hier ist ein knalle blauer Ketzerl. Weißt du, das, was ich meinte, oder was ich meine, ist das, dass wir vielleicht etwas suchen, wo wir vom Größenverhältnis nicht so eingedrängt oder eingezwungen sind. Weil wenn ich mir das vorstelle, die Gigas, das sind jetzt mittlerweile 4, ja? Die wir haben. Richtig? Jo. Ja. So, die 4 zusammen... hier hingestellt, ja? Dexus ist da. Und, ja, ich bin noch am Connecten. Und hinter der Base Dexus ist auf einmal Ruhe, Ketzer, ne? Einen Biber. Ich weiß ja nicht, wo die... wo sind die jetzt? Da habe ich für dich aufgepasst. Unten in der, Unten im Freigehege. Im Freigehege. Da fliege ich mich doch. Ich kenne doch nur die Brücke. Leg halt auch immer Richtung Brücke und vor der Brücke rechts. Richtung Brücke und vor der Brücke rechts. So, Leka ist auch im Anschluss. Nie aufgehalten. Brücke und vor der Brücke rechts. Je nachdem, was er sich aussuchen will. Ach, Biber wollte Dexus haben. Ja. Dexus ist schon da. So drum brauche ich da ja nicht hinlaufen. Kann ich mich wieder faul zurückziehen. Jetzt mal eine Frage. So an die Community. Wo wären denn richtig schicke Stellen hier auf Valhalla?
richtig episch geile Stellen, wo man auch viel, viel Platz hat. So, okay. Wie war das denn da nochmal in der Nähe von den Biberdämmen? Wir können das auch ganz brutal machen. Wir gehen da unten rechts auf die Wüsteninsel. Ja, sicher. Da genau. Ist auch nicht so viel Platz. Also wenn wir die ganze Insel einzäunen, dann haben wir genug Platz. So viel größer als ihr ist das auch nicht. Eisbiom. Bad Boy, vielen Dank. Der schickt uns in die Wüste, in die Eiswüste. Das war mir schon klar. Ja, kein Ding. Eisbiom, ja. Rattenkalt. Na, dann stellen wir ein paar Fackeln auf, machen ein paar Lagerfeuer. Narben, Schlappi. Biber, Schlappi, moin, die moin. Biber, moin. Die, hi ho. Die Biber sind zu mitnehmen, die noch rot sind. Und wenn wir keinen roten mehr haben? Dann fangen wir an, so Biber rauszugeben. So ein paar von unseren abzugeben, die wir da haben. Aber immer aufpassen, dass wir noch ein Pärchen mindestens da haben. Ja, unsere Biberin und Biber, die müssen bleiben. Das sind unsere Erstbiber. Die müssen auf jeden Fall bleiben. Das sind die Urbiber. So. Also wer, was, Biberin und... Okay. Unclaim. Jetzt. So, also ich habe hinten jetzt gleich die... Hattest du nicht gesagt, du hättest einen roten da? So, also ich werde mich dann gleich, wenn ich das hier hinten abgerissen habe, werde ich mich mal auf den Weg machen. Und werde mal schauen, wo irgendwo vielleicht eine richtig coole, epische Stelle ist, wo wir eine neue Base aufbauen können, wo wir uns dann auch hinpacken können, weil die Base oben links, die wir da, oder oben rechts auf der Karte, die wir gebaut hatten, die Zweitbase, das ist eigentlich wirklich nur eine Base zum, ja, einfach mal hin, so ähnlich. Sind eigentlich schon die Portale hier jetzt drauf, oder? Nein, dann müssten wir den Server neu starten. Das haben wir bisher nicht gemacht. Achso, okay. Das ist alles vorbereitet, wir müssen nur mal einen Neustart machen. Gut, dann können wir nach dem Stream quasi dann auch bekannt geben, oder beziehungsweise im Stream bekannt geben, dass nach dem Stream mal ein Neustart stattfindet, wo dann auch die Stargate Atlantis Mod freigeschaltet ist. Richtig? Genau. So, ich baue jetzt unsere Tribüne hier auch mal einmal ab, ja? Ja, mir wird das hier zu voll. Ich mache mal einen Ausflug. So, trotz alledem... Wo können wir hin, außer das Eisbiom? Also ich möchte eigentlich eine richtig, richtig schöne, coole Ecke haben, wo man sagen kann, ja, das ist, wo auch viel, viel Platz ist. Ich finde ja diese Landschnitte, du weißt ja, diese, ach, wie soll ich das sagen, diese großen Wiesen, die finde ich ja total genial, ne? Große Wiesen. Ich schnapp mir jetzt mal Elinia 2 und gehe jetzt mal ein wenig flattern hier. Weil das hier ist echt, es baut sich jetzt bei mir wieder alles sinnig langsam und sieht aus, als wenn unsere Brücke jedes Mal einen Anschlag überlebt hat hier. Es ist schon krass. Ja gut, es dauert halt, bis sich diese Strukturen alle aufgebaut haben. Das ist, Dachte, ihr wolltet mal bei dem schwarzen Felsen bauen. Mit dem Strand. Meinst du da, wo die, wo diese ganzen Felsen im Strand liegen oder am Strand liegen, diese ganze... Ja. Wie haben wir es genannt? Unten links. Den Omaha Beach. Omaha Beach. Ja. Ja, ist da denn die so viel Ecke, Platz? Die da neu dazugekommen ist. Ja, Platz ist da schon. Lass uns halt mal schauen. Ja, okay, dann fliegen wir da mal rüber. Bist du schon unterwegs? Ich bin schon unterwegs. Ich fliege da jetzt mal hin. Gut, da ist natürlich auch der Wasserfall gleich in der Nähe und alles, ne? Das ist natürlich schon eine geile Ecke, ne? Also. Wir schauen uns das mal an. Oder diese Terrassenberge auf der Rückseite vom Sumpfbiom. Da bin ich gerade, glaube ich. Das da meinst. Ist, glaube ich, schon jemand. Ist da schon jemand? Okay. Ja gut, das ist natürlich Voraussetzung, dass noch niemand gebaut hat, da wo wir hinsiedeln wollen. Janis, moin moin. Hallo Janis.
Auf der Insel, fliegenden Insel, wollen wir uns da niederlassen? So cool ist das Ding da oben schon. Du hast viel Platz. Auf der fliegenden Insel, aber da kriegst du ja nichts hoch. Da kriegst du kein Giganotto hoch. Ich wollte gerade sagen, du bringst kein Bronto. Wenn die Stargates. Kein Paraceratheri. Dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Durch? Ja, hi, Gengli. Hallo, Gengli. Gengli, moin, moin. Hey ho. Wir gehen okay, das wäre natürlich geil. Hier in unserer Map einen Stargate aufstellen. Hier in unserer Base, meinst du? Ja, nee, in unserer Map. Meine Güte, ich weiß nicht, was heute los ist. In unserer Base, ich wollte Dingens aufstellen und hier dann in da hoch. Maps. Gut, dann aber dann ist die Voraussetzung, dass die wirklich permanent da sind. So, und wenn die jetzt mal irgendwann aufhören und sagen, oh, kein Bock mehr drauf, wir entwickeln das Ding nicht weiter, dann mache ich das selber. Okay, okay. Das könnte man ja übernehmen. Das ist ja nicht das Problem. Ich bin mal so mutig und fliege mal in Richtung fliegender Insel. Ja, und ich schaue mir aber erstmal da hinten den Sandstrand nochmal an. Verfliegt und zugenäht. Verfliegt ja. Und zugenäht, ja. Bin fast da. Vielleicht stört sich ab. Juhu. Was hat Interstyles denn sich ausgesucht, Schönes? Ein Ketzerl. Nein. Ein Ketzerl. Ja, ich habe jetzt irgendwie finde ich unsere Ketzerl-Ex nicht mehr, die ich vorbereitet hatte. Kann sein, dass ich die schon wieder gegessen habe. Du willst mich verarschen. Du kennst mich auch. Nicht wirklich, oder? Nein, Quatsch. Ich habe keine Ahnung. Oder sind zu Kibbel verarbeitet worden? Ich finde sie nicht mehr in meinem Bauch. Zu Kibbel? Befruchtete? Kannst du befruchten? Weißt du, er hat noch Eierschale aus dem Mund hängen und sagt dann, ich weiß nicht, wo die abgeblieben jetzt, und sind. Wir hatten ja noch zwei kleinere, die habe ich jetzt erstmal abgegeben. Den einen gepaart. Vorher das Weibchen. So, also ich bin. Brüte ich gerade was Neues aus. Ich bin bei Omaha Beach. Omaha. Ah, da baut schon jemand. Das schauen wir mal. Da baut schon jemand. Hier ist eine Base, die ist hier direkt am Wasser. Also sprich auf den Steinen. Nicht am Strand selber, sondern an den Steine. Wer ist denn das? X-Rakete, moin moin. Hey ho, Rakete. Hey Rakete. Hallo Rakete. Gucken. Drive of Waldfee! Waldfee baut hier. Okay. Gut, also Omaha Beach fällt weg. Die Insel hier oben, da habe ich keinen entdecken können. Jetzt nochmal ein bisschen durch die Gegend, aber es sieht hier so aus, als wenn wir Unique wären. Wie ist das denn da mit dem Teich, der da oben ist? Ist das Das sind zwei Stück. Ja, sind die tief? Das heißt, sind tief. Jetzt spinne ich nochmal weiter, dann könnten wir da nämlich auch ein Portal reinsetzen. Ich glaube, dafür sind sie nicht tief genug. Nee, okay. Dafür sind sie nicht tief genug. Das heißt, die Haie und die Itchies, die müssten halt in der alten Base bleiben. Okay, schade, dass hier jetzt schon... Schade, dass man nicht einen großen Pool bauen kann. Weil das wäre jetzt natürlich genial gewesen hier, ne? Das ist schon eine geile Ecke, ja. Da habe ich eine Idee für Kumu. Ja. Bau doch mal ein. Na guck mal, hier oben hätte man irgendwie so ein Haupthaus bauen können. Hier drin geparkt werden können mit Stargate. Oder? Ja. Wie ist das? Einen großen Pool in der Mod. Kann man hier nicht noch. Also ich muss sagen, mir gefällt das hier oben. Müsste ich gucken, ob ich das hinkriege. Also das schreibe ich aber erstmal weiter hinten auf meine Liste. Ja. Wir haben ja noch unser Projekt, von dem wir ja jetzt noch nicht erzählen wollen. So. Soll schon mal die User heiß machen? Da hinten ist gebaut worden, ne? Ja. Ja, das ist Waldfee. Okay, meinst du denn, dass die Reichweite bis hierhin, dass das funktioniert? Oder meinst du, dass wir
können uns doch den eigentlich teilen, den Beach, oder? Aber guck mal, er hat sich ja hier schon... Losty, teilen ist nicht. Nee. Wir wollen ich schon meine, irgendwo... Ich meine, du weißt ja nicht, was Waldfee noch plant. Du weißt ja nicht, inwieweit er vielleicht schon Ideen hat für den Strand oder sowas. Ja. Also, Schlappi meint, da wo Fauli gerade ist, sieht's auch gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus hier. Also, mir gefällt das immer mehr. Umso länger ich hier bin, desto besser, finde ich's. Ich muss hier mal irgendwas verstellen, das ist... Ja, dann ist ja eigentlich schon klar, was wir machen. Ja. Ja, dann lass uns da nochmal hinfliegen, dann schaue ich mir das da jetzt auch nochmal in Ruhe an. Also Waldfee, keine Angst, wir rücken dir nicht auf die Pelle. Nee. Wir rücken dir nicht auf die Pelle, nein, das machen wir nicht. So, wollen wir zurücklassen oder wollen wir mal zur Flinkeninsel? Ja, können wir machen. Habt ihr eigentlich hier auf Valhalla auch irgendwelche Dodos mit Osterhasenohren gesehen oder gibt es die wirklich nur auf Island? Ich habe bisher nichts gesehen, allerdings muss ich auch sagen. Okay. Ich bin auf dem Weg. Ich war heute auch nicht online, aber die Leute, was sagen denn unsere lieben Anhänger? Also die Dodos, die ich gerade hier unten so gesehen habe, die haben keine. Also im Stream gesehen habe bei Losty. Die hatten keine Öhrchen auf. Die haben kein Haarreif auf. Was für eine Schande. Ich fand das wirklich geil. Ich fand das genial. Ich finde die so knuffig mit diesen Haarreifen auf. Es ist einfach nur genial. Naja. Aber prinzipiell müssten die doch die spawnen noch einfach. Ne? Ja, aber ich denke mal, das Event läuft ja noch. Ich meine, morgen ist noch Feiertag. Man sollte es ja noch. Ja, ich glaube, bis morgen läuft das noch. Ja. Genau, das Event. Ich bin morgen. Ein Jung. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Viel Spaß wünsche ich dir im Stream. Hey ho. Hey ho. So. Also, wir fliegen zur fliegenden Insel und schauen mal, ob wir da oben unsere neue Base errichten. Wie sieht das denn da mit den Ressourcen aus? Das sollte eigentlich ausreichen, um da genug Material da zu holen, ne? Die sind ausreichend, hier gibt es Metall. Kein Problem. Hier wird jeder bei uns mit einem T-Rex-Gebrüll begrüßt und mit einer persönlichen Begrüßung ebenfalls. Was interessant wäre, ob die Dödikorus vielleicht sogar Metall abbauen. Das machen die Ankylos, meine ich, oder? Auf Wandering glaube ich nicht. Aber mit denen kannst du halt gut abbauen. Da kommt sogar ein Kano. Nico, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Auch dir viel Spaß im Stream. Heyo. Bei mir ist sich das eh nicht ausgegangen, okay? Ich hab hier einen Kano, der guckt mich an, als wenn er hungrig ist. Ja, dann schmeiß dich doch mal vor ihn, mal sehen, was er macht. Biet ihm doch mal eine Hand. Genau, Fauli, komm, zeig's doch mal. Deine faulende Hand, deine helfende Hand an. Genau. Fauli, zeig uns doch mal, wie du mit einem Kanu umgehst. Ja, siehst du, der hat Hunger, der wartet auf ein Leckerchen. Ja, dann auf der anderen Seite ist ein Säbelzahn. Dann schraub ihn doch einfach mal weg. Der Pteranodon, der kann noch diese schönen Schrauben. Oder? Damit kann ich den noch nicht wegschrauben. Ja, natürlich. Dreh ein Gewinde in den Körper. Ich wollte es gerade sagen. Mach ein schönes Gewinde rein. Ja, genau. Das mache ich bei dir. Du kommst du jetzt hier irgendwo her und dann probiere ich das mal bei dir aus. Ja, Ausrufezeichen Mod und du bekommst die Auflistung aller Mods. Fauli stirbt doch so gern. Naja... Fauli stirbt doch eh so gern. Fauli, bist du wieder tot? Wollen wir mal gucken. Dexus, ob die jemanden Rex-Sattel machen kann. Also ich kann es nicht, ich hab den nicht gelernt. Ich hab den auch noch nicht gelernt. Den Rex-Sattel, oder? Doch, den hab ich gelernt. Nee, den hab ich. Du hattest ihn mal gelernt. Stimmt, aber dann hab ich ja die Suppe von euch essen müssen. Genau. Dann hast du richtig unsere Suppe ausgelöffelt. Wo ist er denn jetzt? Mit Meereszugang. Ja, das ist unsere Höhle. 4040, ich glaube, das passt. Da haben wir unsere Base gerade drauf. Aber wir sind jetzt dabei, uns einen neuen Platz zu suchen. 59, 53 sind wir. Okay, er sagt 4040, das könnte hinhauen. Dass 4040 der Eingang ist, weißt du? Auf jeden Fall sind wir da bei uns jetzt einen neuen Platz zu suchen.
wo wir halt eben von der Fläche her... Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe es geschafft, Quetzaleier hier hinzulegen, ohne sie zu essen. Nein. Es ist nicht dein Ernst. Wie hast du das gemacht? Du bist ja aber auch ein Fuchs. Wie hast du das gemacht? Also 40 ist ganz weit weg von uns. Ja, echt? Das ist nicht unsere... Ja, das ja, ist... weit weg ist relativ. Ja, aber das ist definitiv nicht bei uns. Aber das sieht auch nicht nach Insel mit Meereszugang aus. Das ist nämlich Winterbiom 40. Okay, ja, dann ist bestimmt also das diese... Dann ist Berg. Das bestimmt diese Höllenhöhle da, ey. Oder? Möglich. Die ganz gemeine. Die hundsgemeine Höhle. Ihr wisst schon, dass wir dann auf der Insel bauen, wo diese PvP-Arena ist, ne? Hier unten. Ja. Wo ist? Die ist hier, in der fliegenden Höhle drin. Hast du die schon mal gesehen, Pauli? In welcher fliegenden Höhle? In der fliegenden Insel, meine ich. Ist die... In der fliegenden Insel, also da ist... Ist die PvP-Arena hier. Stehe ich gerade vor. Wo denn? Da bist du, pass mal auf. Und jetzt fliege ich durch. So, 29,58. Das war's ja gar nicht, das ist... Das ist Dexus. Dexus. 29,58. Und da ist... Ey, wow. Haben sie die jetzt nochmal ein bisschen... Maddy. Moin moin. Willkommen. Hey, Maddy. Hey, ho. Also, Fauli, wir haben gleich wieder alle Farben im Übermaß. Juhu, dann kann ich weitermalen. Und Pinselfregel, wenn ich alle Farben meine, dann sage ich alle Farben. Ihr seid ja, das echt ist dann wieder gefährlich das? Für. Das ist dann wieder gefährlich für Komo. Ja, dann ist Komo wieder der absolute... Ja. Der absolute Paradiesvogel. Oh, Vogel! So, also wie gesagt, hier ist die... Hier ist die PvP-Arena drin. In der fliegenden Insel. Maddy, vielen, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Viel Spaß im Stream. Du hast doch eine Macke, jetzt renne ich hier durch. Hi, Maddy. Hey, ho. Boah, ey. Alter, ich bin ein Junge. Ja, du kannst hier mit auf dem Server spielen. Ausrufezeichen kannst... PvE. Für genau. Diesen hier. Ach, da ist es schon. Elinia war so schnell. Komm ich hier wieder raus? Ja, hier komme ich wieder hoch. Boah, ich finde diese Arena nicht, Kinders. Die ist zwischen den beiden Fitzen. Zwischen was? Kennst du keine Zwischen Pfütze? Den beiden Fitzen? Ja, zwischen den beiden Pfützen, da bin ich doch gerade durchgeflogen. Also ich bin da jetzt schon mal wieder raus. Doch, hier ist sie. Wer ist denn so blau hier? Dexus. Dexus. Alter Dexus. Schwede, hast du deinem Ketzer zu viel zu trinken gegeben, oder was? Fuck. Ist der im Farbtopf gefallen, Dexus? Ja, ist an unserem Farbtopf vorbeigeschrammt. In Wahrheit ist er ein Schlumpf. Ein Schlumpfketzerl, ja geil. die IP, warte mal kurz. Ja, siehst du oben, du gibst einfach bei Steam, anstatt der IP gibst du valhalla.akrobaten.de ein. Und dann als Passwort Codelo, wobei jeder erste Buchstabe groß geschrieben wird. Jeder ungerade Buchstabe. Jeder ungerade, genau, ich wollte es... Jeder erste Wer ist denn jetzt hier? Meine Güte, du bist ja genauso blau. Alter Schwede, der fliegt am Himmel und den siehst du gar nicht mehr. Jo. Ich bin überhaupt nicht blau, vielleicht besoffen, aber nicht blau. So, also ich schaue mir jetzt die Insel weiter an. So, und hier könnte man noch so ein schönes, großes Areal bauen. Wo bist du denn jetzt, genau? Direkt hinter dir. Hinter dir. Ja. Wo hinter mir? Dir. Yeah. Hinter dir. Nee, das bin ich. Pauli. Eben. Das bist du? Ach, hier. Hallo Deadman. Ja, genau. Deadman, hier, wo wir gerade sind, könnte man noch schöne Anlage bauen. Also Wasser hätte man hier auch. Das ist auf jeden Fall schon mal... Wasseranschluss ist da, das ist wichtig. Also und da seid ihr. Okay, hier könnte man... Ja, hier könnte man wirklich... Hier ist das auch einigermaßen gerade. Also gut, ich würde mal sagen, ich bleib hier. Fang schon mal an zu farmen. Wollen wir jetzt doch nicht umbauen? Wir bauen nicht um, wir ziehen um. Au. Da bin ich jetzt tatsächlich fast gestorben. Ich habe nämlich jetzt schon angefangen, den Wasserturm abzureißen. Ja, das macht ja nichts, der kann ja eh weg. Aber... Also, gut, dann lass uns vier Akrobaten mal abstimmen. Wer ist denn dafür?
umzuziehen. Also ich würde das hier oben cool finden. Ja. Jo. Deadman? Ich würde halt primär umziehen, wenn wir die Stargates haben, aber... Naja, okay, das ist ja... Wir können ja schon mal anfangen zu basteln hier. Das ist ja, Die Ecke ist schon geil. Ja. Dann würde ich mal sagen, machen wir das auch. Ich baue dann aber etwas näher am Haus. Unser Haupthaus. Du baust ein bisschen näher am Haus, ja. Am Wasser, das Haupthaus. Ja, ich baue ein bisschen näher am Haus, das Haus, ja. Ich baue dann eher so auf der Map. Genau. Bau das Wasser eher am Haus an. So, ich werde dann jetzt anfangen, hier ein wenig zu farmen. Bad Boy, wie funktioniert der Mega-Generator? Der funktioniert leider Gottes noch gar nicht so, wie ich das mir gedacht habe. Wieso kriege ich denn gar nicht mehr eingeblendet, was ich hier heraushole? Weil du es abgestellt hast? Ich habe nichts abgestellt. Jetzt machen wir. Hä? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also eigentlich soll der Mega-Generator, den stellst du auf. Und wenn du einen Generator in der Nähe hast, dann soll der den Mega-Generator mit Strom versorgen und du kannst dann an den Mega-Generator ein Kabel und eine Steckdose anschließen. Und dann soll das funktionieren. Im Test, also im Modding-Tool, funktioniert das sogar. Warum also, das allerdings hier auf dem Server nicht funktioniert, das weiß ich nicht. Also ich krieg... Du kriegst? Wieso kriegst ich du? Ich bekomme EP angezeigt. Krieg ich. Also EP, die ich bekommen soll, die kriege ich angezeigt. Aber von den Bäumen kriege ich nichts angezeigt. Kein Metall. Ich habe irgendwie das... Nein, ich habe irgendwie das... Dein Dingens ist voll. Du hast zu viele Sachen im Inventar. Zu viele Stacks. Ja, das kann es natürlich sein. Gut, dann werde ich das jetzt erstmal alles hier in den... Meist das alles mal... In den Ketzerl rein, genau. Mache ich. Was ist eine PN-Anfrage? PN? Private. PM kenne ich. Private Nachricht. PN. Ja, aber. Ich verstehe gerade die Frage nicht von ich bin ein Jung. Wenn ich bin ein Jung lese, dann denke ich immer so an so einen Spruch, so wie ich bin ein Jung, holt mich hier raus. Ich bin ein Jung, nein. Ich bin ein Fauli, ich gehe jetzt mal schlafen. Ich ja, denk dann immer hier an das an den Film von Otto, Fauli, bin ein Friesenjung. Weck mich nicht auf. Bin ein Fauli, weck mich nicht auf. Der Fauli. Fauli hätte im Camp gerockt, der hat sich am ersten Tag hingelegt und bis zum Ende geschlafen. Ja, das Problem ist, die Hängematte wäre ja auch da gewesen, so wie es aussieht. Ne? Und, ja. Und dann... Der hätte ganz... das Problem nicht ausgesessen, sondern eher ausgelegen. Genau. So, okay. So. Dann werde ich jetzt auch wahrscheinlich wieder was rausbekommen. Ach, wie toll! Ist ja stark. Was? Kriegst du jetzt einfach was raus? Ja, ich krieg wieder was raus. Hast du schon irgendwo was, eine Kiste, einen Schrank, wo du Sachen hinstellen kannst? Elinja, einfach jetzt erstmal den Vogel packen. Warum baust du dir keinen... Doch, ich baue jetzt was, ich will erstmal... Eine große Werkbank. Eine große Werkbank. Eine große Werkbank? Ja, mit den 500 Plätzen. Du meinst die Corrected Structures? Ja, das kann ich machen, aber dafür will ich erst eben eine Foundation gesetzt haben. Ja gut, das ist machbar mit dem Material, was du hier findest. So, ja. Ich will aber gleich Stein bauen. Ich möchte nicht erst hier auf... Kannst du ja, ist ja egal. Ach, den gerade schon weg. Was hängt denn da noch für Zeug? Okay, warte kurz, den Table, den muss ich so oder so jetzt erst bauen. Den müssen wir erstmal hier einfach in die Gegend stellen. Den können wir später wieder abbauen. Den Dingens von Corrected? Ja, den können wir nämlich... Da hätten wir sogar noch einen hier rumliegen. Ich glaube, den kriege ich aber so hin. Den kriegst du so hin, sagst du? Mutige Aussage. Halt. Ich habe keinen Halt mehr hier. Ich bin ein Junge, das kam bei der... Hast du Halt? Das kam bei der Halt müsste... Schau mal im Ketzer nach, da ist wahrscheinlich was drin. Ich habe schon Halt hier von Fauli. Okay.
So, ich habe auch eine Axt, möchtest du die auch mal haben? Nee, die habe ich. Ich habe hier alles. Also Axt und sowas. Nein, im Körper meine ich. War ja klar. So, jetzt können wir da nämlich erstmal das ganze Material reinpacken. So. Dann kann ich gleich mal anfangen, ein paar Foundations zu basteln. Wo willst du denn anfangen? Zeige ich dir gleich. Immer mit der Ruhe. Du kannst ein bisschen Steine farmen, wenn du das möchtest. Nö, will ich nicht. In der Hängematte. Ja, das war mir schon wieder klar. Hauptsache pennen der Gute, ne? Ja. Alte Schlafmütze. Ja. So. Wer farmt denn hier? Ichse. CSGO, get wrecked. Willkommen bei den Akrobaten. Vielen Dank für dein Follow. Never Jungle. Also der Server, wo wir gerade drauf spielen, ist kein PvP-Server. Das ist ein PvE, aber wir haben auch einen PvP-Server. Energic Motion. Willkommen bei den Akrobaten. Auch dir viel Spaß im Stream und vielen Dank für dein Follow. Hey ho. So, ich glaube, ich setze es hier ein bisschen. So. Ich würde gern ein paar Sachen auslernen, Lusty. Ja? Weil ich habe Holz dabei, ich habe Stein dabei. Ja, ich habe den Table dahingestellt. Der Corrected Structures Tisch. Der ist schon da. Table Dance. Der ist schon da, der ist schon da. Wo? Hier, wo mein Ketzerl steht, hier auf der. Never Jungle, vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Akrobaten. Auch dir viel Spaß im Stream. Hey ho, grüß dich. So, dann, wenn du da was drin hast, dann kann ich ja eigentlich Foundations so weiterbauen, ne? Ja. Ich pack ja schon rein. Sehr schön. Sehr schön. Das macht Spaß. Ich denke, das wird hier richtig geil. Hier oben. Und wenn wir dann wirklich das mit dem Stargate hinbekommen. Aber ihr habt das noch nicht getestet, ob da ein Giga durchgeht, oder? Ich gehe mal davon aus, dass da ein Giga durchgeht. Du weißt, dass ein Giga ganz schön groß ist, ja? Ja. Wenn da ein Faultier durchgeht, geht auch ein Giga durch. Ich bin echt mal gespannt. Ich muss hier mal umbauen. Ob wir Boobyface einen Quetzalsattel basteln können. Boobyface will einen Quetzalsattel? Ja. Muss er uns die Materialien dafür bringen, oder? Ja. Ich sage. Oder nee, wir hatten doch mit denen doch noch diesen Deal. Frag die doch, ob die Zementipaste und sowas jetzt endlich besorgt haben, weil dann kriegen die doch auf jeden Fall. Wieso? Kannst auch du fragen. Genau, Bubi. Richtig. Wir hatten doch den Deal mit euch. Wie sieht's aus? Wie viel Zementipaste habt ihr denn zusammen? Also, David sagt, dass das klappt mit dem Giga durch den Stargate. Okay, ja, dann ist das cool. Dann ist das natürlich richtig geil. Das wäre natürlich der Hammer, oder? Dann ist das hier oben. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Das will ich sehen. Also, wenn. Wir müssten eigentlich nur einmal. Also, Thatch und Fiber brauche ich jetzt. Thatch und Fiber. Ich bin ziemlich schwer. Habe ich das schon mal gesagt? Und vollgeladen bist du auch noch. Okay, das habt ihr bei Beam gesehen? Sehr schön. Dann wissen wir, dass es funktioniert. Das ist gut. Das finde ich klasse, dass das funktioniert.
Die fliegende Insel ist jetzt natürlich etwas problematisch. Ne? Wir haben einige Kandidaten, die sich halt schwer tun, das Gleichgewicht zu halten. Und ich meine, wenn man hier mal runterfällt, das ist halt schon aua. Ach, ja. Das ist doch gar kein Problem, man hat immer einen Fallschirm. Eben, ich renne hier auch permanent nur noch mit Fallschirm rum, das ist schon mal Fakt. Licht auf 9. Ich habe ja jetzt keine Namen genannt. Licht auf 9, alles ist gut. Hier ist ein Pachi. Hatten wir ein Pachi-Weibchen? Ja, wir hatten Pachi-Weibchen, ne? Komo? Ich schau mal eben. Hier ist ein Pachi-Mail. Den lassen wir dann noch ein bisschen hier rumlaufen und dann... Ja, aua. Ich bin schon fast gestorben. Jetzt, mittlerweile. Nee, so, jetzt arbeite ich erstmal die Frage ab. Vogel. Ich bin ein Jung. Die Mods lädst du automatisch runter, wenn du einmal versuchst, auf den Server zu connecten. Das dauert dann allerdings eine Weile. Also du, am besten versuchst du dann einmal zu verbinden. Und dann werden die Mods alle über Steam runtergeladen automatisch. Wenn die fertig sind, dann kannst du drauf. Losty, ja, wir haben Pachi Female. Okay, Finz, ganz kurze Sache. Wir wollten ein großes Gebäude bauen und jetzt stehen da zu viele Strukturen. Das kannst du in den Server-Einstellungen kannst du das ändern. Dort kannst du, einstellen, wie viele Strukturen maximal in Range war das, glaube ich, oder wie war das noch? Ja. Wie viel du dann setzen darfst, das ist eine Server-Einstellung. Quetzal? Hm? Was schnetzelst du hier? Deadman? Was mache ich? Oder wer ist denn hier am Schnetzeln gerade? Pauli? Ich? Was denn? Achso. Ach, hier. Ich schnetzel Steine. Warum? Achso, nee, ich hatte bloß die Musik hier. Eine Ameise hat Fauli gerade hier von der Seite angemacht. Hier sind viele von diesen schönen kleinen Tierchen. Naja, so ein bisschen Insekten am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Brauchen uns ja nichts. So. Weißt du aber schon, wie wir die Base hier sichern müssen? Ja, wir ziehen einfach ein bisschen... Ein paar Kanonen hin. Ach, shit. Wir werden jetzt, wir machen einfach ein Schild vorne hin. Akrobatenbase. Achso, ich dachte keine Insekten. Genau, hier keine Insekten. Zutritt nicht für Insekten. Insekten verboten. Wo ist denn jetzt der Ketzal, den ich doch gerade. Aber vergiss das Inn nicht davor. Ja? Ja. Sonst heißt es Sekten verboten, oder wie war das denn? Eben, und Sekten wollen wir ja nicht verbieten. Wenn du aber N hinten vergisst, So, geht dann noch vorne und N hinten vergisst, dann haben wir auf einmal Sekt verboten. Sektverbot. Ja, ich toll, da willst du ja nichts mehr mit Prosecco nach dem Stream. Doch, Prosecco. Will Prosecco. Na, Prosecco trinken wir auch nicht, ne? Losty, weißt du was von der Abmachung da? Welche Abmachung? Was für eine Abmachung? 3500 Zementpaste und 500 Obsidian? Ja, da weiß ich was von. Doch, da weiß ich was von. Okay. Ja, das sind Schwarzgeschäfte, die Lust so im Rücken haben. Hey, ich merke das schon. Leka, bitte nur noch per PN. Nicht im öffentlichen Chat. Nur noch per PN. Nein, das war ein Witz. Alles gut. Die Abmachung hatten wir, ja. Deswegen haben wir so einen Hund hier